Ja, meine Freunde, willkommen zurück zu dem zweiten Saisonspiel. Und was ist passiert? Damit wir vielleicht einfach wieder auf dem aktuellsten Stand sind. Wir haben Salazar verkauft, der wollte ja unbedingt gehen, weil ich ihm diesen hochdotierten Vertrag nicht gegeben habe. Da haben wir jetzt gute 25 Millionen sofort bekommen und 5 noch in Ratenzahlung, beziehungsweise nach 50 Einsätzen. Und ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze lösen. Also im Endeffekt haben wir mit Gravenberg natürlich eh den perfekten Spieler auf der Position, aber wir brauchen noch einen guten Backup und haben da schon ein Angebot abgegeben. Und jetzt schauen wir noch weiter auf die Aufstellung fürs Spiel gegen Montpellier. Jetzt müssen wir nur schauen. Ciao. Maximal 75 Minuten empfohlen. Das heißt, wir werden dann heute wieder auf Luke Heber setzen. Ich werde ihn nur kurz kritisieren, weil ich mit der Leistung von ihm im letzten Spiel nicht zufrieden war. Da hat er eine 6,2. So. Ich habe jetzt kurz noch überlegt, ob wir eventuell noch Boniface spielen lassen, weil der so gut funktioniert hat. Und sich es eigentlich verdient hätte, aber ich glaube, der behält jetzt einfach mal diese Rolle als Joker auf der Bank. Und ja. Schau mal, wie es läuft gegen Montpellier. Krastev auf Gravenberg. Wieder Krastev. Pogba links raus auf Ekumier. Pogba mit dem Pass in die Tiefe, da ist Ronny Badji. Da ist Krastev. Nee, kommt nicht dran. Das war jetzt knapp. Das wäre natürlich schön gefährlich geworden. So. Lukeba. Ronny Badji. Fernandes. Und der Versuch aus der Diskrepanz, kein Problem für Omlin im Tor. Jetzt auf der anderen Seite ein Freistoß, 11. Minute, kein Problem für Mamardaschwili. Der Kapitän heute. So, wieder gut geklärt von Martin. Ronny Badji hat da viel Platz rechts außen. Fernandes wird da gut eingesetzt. Fernandes legt ab und Vitor Roque macht's. Wie cool war das von Fernandes jetzt ganz ehrlich, dass er in dieser Situation passt? Also, wenn ich als Stürmer da aufs Tor laufe, mit dem Torriecher, wie ihn Fernandes hat und noch kein Saisontor gemacht habe und die Chance habe, dann ziehe ich wahrscheinlich ab. Aber das war super uneigennützig und damit trifft Vitor Roque. Wie schön. Tolle Aktion, tolles Teamwork. So will ich das sehen. So, sie versuchen den Spielaufbau ruhig von hinten. Viele schnelle Pässe. Generell wirken sie recht ballsicher und der Pass auf Broja ist super. Aber Mamardaschwili ganz stark. Armando Broja, der ja bei Chelsea spielt in echt, da nach langer Verletzungspause wieder zurückgekehrt ist. Und was für ein Einsteigen von Naito, 21. Minute, der fliegt vom Platz. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Da ist die rote Karte. Ja, gut. Nehmen wir natürlich gerne mit. Absolut unnötige Aktion. Krastev mit der Ecke, 22. Und die ist drin. Fernandes trifft. Damit macht er heute dann auch sein Tor. Obwohl er vorhin so uneigennützig war. Und Krastev mit dem Assist. Sehr schön. Die womöglich frühe Vorentscheidung. Werden wir sehen. So, Lukeba, Paul Pogba auf Krastev. Krastev mit dem Seitenwechsel, ein bisschen unorthodox, aber hat funktioniert. Badji bleibt hängen, Gravenberg gut rückerobert. Wieder Gravenberg an den Pfosten. Nicht schlecht. Also bisher scheint Ryan Gravenberg auch zu überzeugen. Gefällt mir gut. Ist ja auf jeden Fall auffälliger als Salazar. Also auch wenn Salazar ganz in Ordnung war im letzten Jahr. Das ist, glaube ich, schon ein Upgrade. Krastev, super gegen Sakho, zieht nach innen und Omlin ist da.
aber stark auch von Krastev. Da wird sowieso spannend zu sehen sein, wie der sich jetzt einfach entwickelt, wenn er, so hoffe ich natürlich, jetzt längerfristig fit bleibt. Rocca. Denn im letzten Jahr hat er doch so Verletzungspech gehabt und ist so lange ausgefallen. Wenn er es wirklich schafft, fit zu bleiben, dann kann der schon ein ganz starker werden. Der braucht halt jetzt diese regelmäßige Spielzeit. Und dann haben wir, glaube ich, viel Freude mit ihm. Vitor Roque, Omlin rettet. Nächste gute Offensivaktion. Krastev mit der Ecke. Und die geht drüber. Das war, glaube ich, wieder Fernandes. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So. Martin Grafenberg und der Schuss geht drüber. Jetzt mal gleich in der Halbzeitpause. Gefällt mir super weiter so, Jungs. Was können wir denn wechseln? Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich jetzt schon früh den ersten Wechsel mache und gleich mal Aponsa spielen lasse. Wenn wir schon so früh führen und auch in Überzahl sind, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit, einem jungen Spieler wie ihm Einsatzzeit zu geben. Innocent wäre genauso ein Thema heute. Den werden wir auf jeden Fall auch noch bringen. Und ja, lass uns einfach auf uns zukommen. Natürlich müssen wir das Spiel nach wie vor ernst nehmen, das ist eh klar. Weil auch, beinahe das 3-0, auch in Überzahl gibt es oftmals so Partien, die einfach irgendwie, ja, nicht ganz so einfach sind. Oder vielleicht sogar in Überzahl schwieriger werden. Das ist oft auch so ein interessantes Phänomen irgendwie. Oh, Grafenberg trifft auch. 49. Sehr schön. Kamara wird übrigens müde. Da können wir dann später den Jao bringen. Bisschen warte ich noch. Krastev mit seinem zweiten Assist. Super. Das wird seine Entwicklung halt auch gut tun. Omlin sieht nicht ganz so gut aus. Der war schwierig, aber wenn er dran ist, dann muss er halt schon auch schauen, dass er den irgendwie ein bisschen besser wegbekommt. Weiter weg oder über die Latte, wie auch immer. So auf jeden Fall nicht. Mamardashvili packt zu. Kuschelt mit Kamera. Haben kurz ein paar Nettigkeiten ausgetauscht und weiter geht's. Bisschen kuscheln muss sein. So, Ronny Baggi. Da ist Fernandes jetzt super Parade von Omlin. Da war er schnell unten. Auch wenn der Schuss jetzt nicht so platziert war, aber die Reaktion war auf jeden Fall gut. Krasse Fernandes, Kamera sind ein bisschen müde. Aber ich mache jetzt mal als erstes den Innocent-Wechsel und weil Kamara der war, der am müdesten war, bringen wir dort gleich mal Jao, weil der braucht ja auch wieder ein bisschen Spielpraxis nach seiner Verletzung. Da haben wir den jungen Innocent, der ist ja wirklich so klein. Aber tolles Linksverteidiger-Talent und der muss halt jetzt auch davon profitieren, quasi, dass links hinten Saar fehlt. Ronny Baggi mit dem 4-0. Trifft auch zum ersten Mal. Damit hat sich die Offensive heute so richtig ausgezeichnet. Wahnsinn. Das heißt, wir haben noch zwei Wechsel. Ich möchte auf jeden Fall Boniface bringen, weil ich finde, das hat er sich einfach verdient. Und dann schauen wir noch. Eventuell heute mal wieder Chotard für Pogba. Chotard müssen wir da auch irgendwie bei Laune halten. Krass, der Freistoß. 65. in die Mauer. Und Aponsas Abschluss wird geblockt. Wieder Ecke, wieder Krastev und womöglich wieder Gefahr. Die kam sehr scharf, den kurzen Pfosten. Krastev mit dem Seitenwechsel, bisschen weit, aber Ronny Baggi holt ihn sich. Läuft auch beim Stand von 4-0 noch fleißig. Pogba mit dem Pass in die Tiefe, der ist gut. Schade. So, Innocent. Und die nächste Ecke.
Weiß nicht, wie viel das jetzt schon ist. Wieder Krastev, 68. 69. Minute. Und daraus wird jetzt mal nix. So, jetzt sind wir gleich in der 75. Deswegen mache ich die letzten beiden Wechsel. Also Boniface rein für. Warum nicht vorne für Fernandes? Das passt schon. Und dann bringen wir Chotard auf die 6 für Paul Pogba. Ich glaube, letztes Mal wollte ich Chotard auch bringen, aber ich glaube, da ging es nicht mehr, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, der hat noch nicht gespielt in der Saison. So, Ronny Badji. Oh, sehr gut. Wie der da am Ball ist. Da sieht man viel Flair. Pogba, guter Pass. Ciao, treibt ihn nach vorne, Martin. Und da ist Aponsa. Auch der trifft zum ersten Mal in der Saison. Also viele, viele Debüttreffer. Ich meine, natürlich, wir sind auch am Anfang der Saison. Aber irgendwie keiner so richtig, der doppelt trifft. Das finde ich halt ganz lustig. Ciao mit dem Traumpass. Und auch der Pass von Martin war der Wahnsinn. Cool, dass Aponsa auch trifft. Wahnsinn. Seitenwechsel zu unpräzise. Innocent und Aponsa. Zusammen sind sie 20 Jahre alt gefühlt. Na, nicht ganz so schlimm. 40 wahrscheinlich. Nicht ganz. Krastev. Guter Versuch. Krastev ist heute auch gut drauf. Nicht nur die Assists, sondern auch so Grafenberg 8,7. Aber generell alle Noten ziemlich stark. Cool halt, wenn man Boniface da vorne bringt, weil der vom Spielertypen her halt näher an Fernandes dran ist. Der ist so eine Mischung aus Fernandes und Luca, weil er körperlich halt einfach eine brauchbare Geschwindigkeit hat und trotzdem sehr, sehr groß ist und stark. So, aufpassen. Keine Lust, da noch einen Gegentreffer zu kassieren. Bleibt beim 5 zu 0. PSG führt. Boniface mit. Ah, eigentlich hat er sich gut behauptet. Aber den zweiten dann ungut verloren. Mavididi. So, aufpassen jetzt. Die letzten Momente der Partie laufen. Das passiert tatsächlich. Boah, sowas nervt mich. Das ist. Oh. Da ist Chotard zu passiv. Und schaut mal da die Überzahlsituation an. Hier steht Innocent einfach zu weit weg. Ja, Fehler des jungen Innocent. Schade. Aber da war sicherlich mehr drin. So, das war Abseits und damit sollte das gewesen sein. Schade, wie gesagt, dass wir gegen Ende das so ein bisschen nachgelassen haben, aber im Stand von 5-0 kann das natürlich passieren. Auch wenn ich das so ungern sehe von meiner Mannschaft. Ja, souveräner Sieg. Natürlich hat da diese rote Karte mit reingespielt, aber wir waren auch vorher klar besser. Von daher, glaube ich, hätte man das Ding auch so irgendwie gepackt. So, Gravenberg gut in Form. Den können wir natürlich loben. Weiterverfolgung an Interesse von Joao Gomez, ja.
ja. Ich hätte ihn zu gerne. Aber ich glaube, dass die andere Wahl ehrlich gesagt besser. Finanziell ist das einfach unvernünftig. Da müsste ich so ans Limit gehen, da kann man. Nee, dafür, dass er dann eigentlich Backup von Grafenberg ist. Serdar Doğan. Ja, auch nicht schlecht. So, 19.000. Colin Dagba hat ein Leihangebot abgelehnt. Gut, das ist auch einer, den wir von der Auswahlliste tun können. Der ist auch schon lange Zeit oben. Angebot für Luis wurde akzeptiert. Er ist sehr interessiert. Er fordert auch 2,4 bis 3,5. Ist halt erst 21. Was sagt der Bericht? Nichts Negatives. Also, der dürfte sich gut entwickeln. Ja. Schauen wir, ob man das. Nee, ich verhandle da jetzt mal nichts raus. Aber Gehalt. Ich lasse jetzt mal diese jährliche Gehaltssteigerung drin. 2,86 für 5 Jahre. Ja. Der ist schon stark, ist auch 1,88 groß. Was natürlich für die Standardsituation jetzt zusätzlich noch cool ist. Ich würde das sowieso eben so gern machen, das habe ich eh schon öfter gesagt, dass ich versuche einfach mal eine riesige Mannschaft aufzubauen, wo keiner unter 1,90 und Sprunggröße 15 ist, dass man wirklich seine Mannschaft danach aufbaut und dann halt einfach versucht, voll auf Standards zu setzen oder sowas. In der Art wäre total spannend mal als Ansatz. Vitor Roque fällt 1 bis 2 Tage aus. Also zum Glück nichts Tragisches. So, für die zweite Mannschaft, die können wir eigentlich alle verfügbar lassen. Bade würde ich sagen auch. Innocent soll spielen. Curtis soll spielen. Müller soll spielen. Das wird eh nicht. Wahrscheinlich funktioniert es eh nicht, aber ich stelle es halt mal ein. Tah soll auch mal spielen. So, Roque, Gravenberg, Bargi und Fernandes in dem Team der Woche. Das ist auch nicht schlecht. Ziemlich cool. So, jetzt kommt Luis zu uns. Das ist natürlich eine spannende Neuverpflichtung. Da bin ich mal gespannt. Stammspieler, der sich um Welten steigern kann, das klingt natürlich schon ganz sympathisch. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wo der eine schon wieder ist, der nicht EU-Spieler, Spinelli. Wieso der immer automatisch registriert wird? Der spielt überhaupt keine Rolle. So. Fabiano Sosa. Auch ganz gut. Evander. Auch ganz okay. Gabriel Slonina, ganz interessant. Ben Sebaini schon. Ja, nicht mehr der Jüngste, genauso wie Robin Gosens. Loftus-Cheek, spannend. Alvaro Molina. Ganz okay. Gutes Talent. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Also eigentlich ist bei mir jetzt alles abgeschlossen. Ignatenko fällt 3 bis 4 Tage aus. Ich habe jetzt aber trotzdem nicht vor, da irgendwie jetzt Leute wie Ignatenko oder so jemanden abzugeben, weil ich denke mir, dass die für die Breite einfach ganz gut sein werden. Und ja. So, Fries Ringo. Ah ja, den haben wir gescoutet. Schaut aber nicht so interessant aus. Gut. Damit jetzt also gleich das Duell mit Marseille. Toulouse gibt ein Angebot für Luka Zidane ab. Ah, die Zidane-Brüder zusammenzuholen. Und da müsste man halt Müller verkaufen. Aber da wäre ich vielleicht dann doch dabei. Das mache ich jetzt gerade ganz spontan. Aber dafür haben wir ihn ja auf der Auswahlliste. Gehen wir auf 500 und 500. Weil das wäre doch richtig cool, oder? Super Backup. Sprunghöhe könnte höher sein, 1,8, also 1,81 ist jetzt nicht wirklich groß. Da ist Müller schon stärker. Aber alles in allem, ich biete ihn mal
Oder warten wir mal ab mit dem Müller-Abgang. Zidane ist unglaublich interessiert, hat geringeres Interesse zu Toulouse zu wechseln. Hat aber nur 2 Sterne. Nee, Leute, so cool das mit Zidane wäre, da bleiben wir dem Müller treu. Ich finde, der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, hat nie gemeckert und wenn er da spielen musste, dann war er eigentlich immer zur Stelle. Nee, ich mach das nicht. So, die restlichen Box-to-Box werden hier noch gescoutet. Aber da haben wir uns ja jetzt schon schön entschieden. Dann wird noch kurz gespeichert. Und dann legen wir los gegen Olympique Marseille. Schauen wir mal, wie stark sie in diesem Jahr sind. Die sind immer schwer einzuschätzen. Unangenehm zu spielen werden sie wahrscheinlich immer sein. Aber die Frage ist halt einfach, können die mal wieder oben ansetzen oder haben die weiterhin Probleme in dem Safe? Ciao, nach wie vor auf der Bank. Den werden wir wieder einwechseln, um ihn einfach jetzt wieder ranzubringen. Dann müssen wir hier noch schauen. Ignatenko verletzt. Dann nehmen wir gleich Rafa Luiz mit. Theo haben wir ja auch noch da unten. Aber es passt. Dass der Kader so breit ist, ist gut. Das ist alles in Ordnung. Louis Jean nehmen wir mit für Curtis. Chotard hat gespielt in der zweiten. Dann nehmen wir hier halt jetzt vielleicht Theo mit. Und der Rest passt mir eigentlich ganz gut so, wie es ist. Rafa Luiz bekommt jetzt noch eine Rückennummer. Die 24. Und dann legen wir los. Topspiel gegen Marseille. Macht so weiter wie beim letzten Mal. Also den Gegner zur roten Karte provozieren. Sehr viele bekannte Namen. Auch einige aus der Bundesliga, also deutschen Bundesliga in dem Fall. Mit Orban, Toussaint, Lubicic. Ja. Harit, natürlich auch noch. Schon ganz interessante Mannschaft. Mit Orban in der Innenverteidigung finde ich auch cool. Orban, wie der Franzose sagen würde. Amin Harit und Mamardashvili. Zweite gefährliche Standardsituation. Von uns passiert oder kommt noch recht wenig. Dafür haben wir 61% Ballbesitz, immerhin. So, Lukeba. Gravenberg. Pogba mit dem Pass links raus, der gut ist. Vitor Roque mit der guten Flanke und Fernandes. Kamil Grabara mit dem guten Reflex packt sicher zu, der polnische Keeper. So, Martim. Und an die Latte Vitor Roque. Nächste Glanztat Grabara. Was war das für ein Reflex? Ganz stark. Muss man halt auch machen. Aber Respekt an den Torhüter. So, Amin Harit, Ecke 36. Und da ist es passiert. 0:1 geht in Ordnung, weil wir bisher einfach nicht gut genug sind. Es ist eine Standardsituation, da sind sie anscheinend wirklich gefährlich. Und ich glaube, das war Lukeba, der hier nicht ins Kopfballduell geht. Ja, gut. Ecke Krastev, 41. Vitor Roque, Pogba. Ronny Baggi. Und da ist Fernandes wieder Grabara. Ah, ein toller Reflex. Auch wenn der Schuss sehr zentral gekommen ist.
versuchen wir hier früh drauf zu gehen. Orban mit dem starken Pass, da hat Ekomier so richtig gepennt. Und da ist das 0 zu 2. Das ist nicht meine Mannschaft heute. Ich weiß nicht, wo die Jungs sind. Die sind vielleicht noch im Bus und da ist irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hat sich TV Total mit einem Fake-Bus angeschlichen und das ist eine andere Mannschaft. Aber wir sind katastrophal unterwegs. Und da werde ich jetzt ordentlich laut werden müssen in der Halbzeitpause. Ich werde sie jetzt schon maßregeln. Und da werden, ja, in der Pause jetzt Köpfe rollen. Also nicht komplett rollen, sie hängen noch dran. Also ich werde sie schon noch dran lassen. Aber da müssen wir jetzt auf jeden Fall reagieren. Vitor Roque, Gravenberg. Ja. Ihr wart grauenhaft, das muss sich ändern. Wir gehen auf die zweite Taktik. Werden das so machen, wer war schwach. Fernandes war auf jeden Fall schwach. Da bringe ich jetzt aber trotzdem. Na, ich bringe da Luca. Und dann werden wir es so machen, dass ich einen nach innen ziehen spielen lasse. Das wird Vitor Roque sein. Ich glaube, dass der noch stärker ist als Bagi, oder? 14 Abschlüsse, 14 Weitschüsse. Bagi 15 Abschluss, okay. Wobei der körperlich nicht so stark ist, oder? Ja. Sind auch ziemlich ähnlich. Ich lasse hier Bagi nach innen ziehen, Vitor Roque lassen wir rechts auf Flügel auf Attack. Pogba lassen wir mitgehen. Joao kommt rein für Kamara in dem Fall, weil der schwach ist. Und am liebsten würde ich eigentlich schon Rafael Luiz bringen für Ryan Gravenberg, weil der heute auch müde ist und nicht sonderlich gut. Aber ich lasse es für einen Moment mal. Ronny Bagi verliert ihn leichtfertig. Was ich nicht geschaut habe, ist das Flügelspiel. Das ist bei Vitor Roque Flanken 12. Das ist bei Bagi besser, oder? Flanken 13. Ach, ist jetzt eh zu spät. Da bleiben wir jetzt so dabei. Das ist schon okay so. So, gut von Ronny Bagi. Und Luca per Kopf. Solider Versuch. So könnte es gehen heute. So eher nicht. Raumpass. Schade. So, Krastev. Krapara mit den Fäusten. Ronny Bagi. Wieder Krastev. Bleibt hängen. Und abseits war es auch noch. Also das muss er halt auch. 6,4, 6,3. Das muss er halt auch besser hinkriegen. Luca ist da, 58. Es wird jetzt noch gecheckt, möglicherweise abseits. Ne, das Ding zählt. Damit hat sich die Umstellung schon mal gelohnt. Ronny Bagi, der das gut gemacht hat in der Situation. So, Gravenberg.
Pogba hat ihn. Mag Pogba irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass der echt sehr ballsicher ist und sehr viel Ruhe reinbringt. Sehr unaufgeregt, sehr unauffällig, aber ich glaube, dass der genau das mitbringt, was ich mir erhofft habe, ehrlich gesagt, auf der Position. Boateng. Also da haben wir wieder komplett gepennt. 6,3, krass, dafür reicht es mir. Wir müssen da halt Theo bringen, weil ich habe da jetzt nicht wirklich eine Alternative. Und dann warten wir wieder ab. So, Martin. Ach. Lukeba gegen Tusa, schwach. Und Gerson, da haben wir schon wieder Glück. Also verdient haben wir es irgendwie nicht heute. Theo versucht. Ist halt auch sein Job, Dinge zu versuchen. Dann kann man ihm das dann gar nicht so richtig vorwerfen. So, ich bringe jetzt den Rafa Luiz, um einfach gegen den Ball noch ein bisschen aggressiver zu sein und besser arbeiten zu können. Und dann werden wir auswärts offensiv noch Boniface bringen für... Eigentlich muss ich so machen, weil Bagi heute einfach richtig gut unterwegs ist. Der ist halt Linksfuß, das heißt, ich müsste ihn eigentlich nach innen ziehen spielen lassen. Stell mir ihn auf Flügelspieler, dass er eher versucht, die anderen beiden in Szene zu setzen. Er kann ja auch trotzdem auf der Seite nach innen ziehen spielen oder andersrum Flügel spielen. Also das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ich mache es halt meist genauso, dass es von den Füßen her passt, aber muss nicht sein. Martin Fernandes ist leider richtig müde, aber da können wir jetzt nicht mehr wechseln. Da muss er durch. Ich komme je wieder. Wir gewinnen den Ball und er ist sofort wieder weg, einfach weil wir da so oft so unkonzentriert sind. Der Pass von Rafa Luiz war da jetzt gerade auch ein bisschen unnötig. Ich bin mit der Defensive nicht glücklich. Ekomier 6,2, der wird sich ordentlich was anhören können nach dem Spiel. Und jedes Mal, wenn wir tacklen, kommt der Ball wieder zum Gegner. Da tacklen wir einfach nicht gut genug. Wieder schwach von Ekomier. Theo. Das sind genau diese Sachen, die ich gemeint habe. Da sind wir im Zweikampf. Es sieht so aus, als würden wir den Ball gewinnen und sofort ist er wieder bei den Gegnern, aber nicht, weil die so super Gegenpressing betreiben, sondern weil wir einfach zu blöd sind. Und das ärgert mich in dem Spiel heute extrem. So, Theo. Vielleicht noch eine letzte Chance. Boniface. Luca. Nein! Mit den Fingerspitzen. Okay, Luca war im Abseits. Ja, das geht in Ordnung. Olympique hat das gut gemacht. Ja, viel mehr brauche ich nicht sagen. Bin alles andere als zufrieden mit dem Ergebnis. Fernandes wird jetzt auch sich was anhören können für die 6,2. Kamara 6,2 ist auch einfach zu wenig. So, gehen wir die kurz durch, die schlechten Noten. Lukeba 6,5 immerhin. Leistung im letzten Spiel kritisieren. 6-2, Krastev, 6-3 ist eigentlich auch nicht so der Burner. Gianluca Fernandes. Ist Lyon interessiert. Krastev. Und ja, Kamara werden wir auch kritisieren, weil für einen Abwehrchef wie ihn ist das definitiv zu wenig. So, Leute.
Vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part dann mit dem Spiel gegen PSG in der Liga. Das wird eh spannend genug und dem Transferschluss. Also da bekommen wir einiges zu tun. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.